Wiesbacher Schützenfest. Organisation und Sicherheit. Schützen ist das schönste Fest der Welt. Aber nur ein sicheres Schützen ist auch ein schönes Schützen. Daher arbeiten viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen im Hintergrund des Schützenfestes zusammen und versuchen, einen guten und vor allem sicheren Verlauf des Schützenfestes zu ermöglichen. Wir befinden uns hier auf dem Gelände des Baubetriebshofes. Die Kollegen hier sind während der Festtage eigentlich rund um die Uhr im Einsatz, aber dazu später mehr. Ich bin Anna Kleineweg, die Leitung des Ordnungsamtes in Biberach. Und bei uns im Ordnungsamt ist eigentlich das Thema Schützen das ganze Jahr präsent. Los geht es immer mit einer Manöverkritik des Vorjahres. Natürlich stehen die groben Strukturen, aber es gibt jedes Jahr Verbesserungs- und Optimierungsvorschläge. Dann, so im Frühjahr, folgt die Vergabe der Essensstände und Getränkestände im Bereich Konsulentengasse Wielandstraße. Das Hauptthema oder eines der wichtigsten Themen für das Ordnungsamt ist die Regelung des Verkehrs. Gerade während der Großveranstaltungen, Antrommeln und Festumzüge muss unbedingt ein Verkehrschaos vermieden werden. Daher müssen hier Umleitungen und Verbotszonen definiert werden. Hierfür müssen zahlreiche Extraschilder aufgestellt werden. Diese Anordnung mit der Auflistung der Extraschilder umfasst gerne mal 40 DIN A4 Seiten. Und hier übernimmt dann der Kollege vom Baubetriebsamt. Herr Merkle, was machen denn die Kollegen des Baubetriebsamtes während der Schützenfesttage? Also die Hauptaufgaben am Schützenfest des Baubetriebshofs sind die Absperrungen und die Verkehrsbeschilderungen der großen und kleinen Veranstaltungen. Wir sind bei jeder Veranstaltung davor und danach präsent in dieser Richtung. Dann ein weiterer ganz großer Punkt ist die Stadtreinigung. Auch hier sind wir bei jeder großen und kleinen Veranstaltung dabei und schauen, dass vor allem nach großen Events wie im Tanz auf dem Marktplatz oder ähnliches, dass es dann wieder sauber ist und am anderen Morgen vor allem die Stadt wieder clean ist. Und die weiteren Punkte sind zum Beispiel die Zuschauertribüne am Marktplatz, dass man wirklich aus einem ganz tollen Blickwinkel auch die Festzüge beobachten kann und das Fest genießen kann. In Ordnung, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kleineweg. Zudem ist es uns sehr wichtig, dass die Besucher des Schützenfestes sich im Stadtgebiet auch sicher fühlen. Daher richten wir jedes Jahr im Ochsenhausener Hof, also mitten im Geschehen, ein Lagezentrum ein. Hier laufen alle Sicherheitsfäden zusammen und hier kooperieren wir auch sehr eng mit den Kollegen der Polizei. Das Lagezentrum ist jeden Tag besetzt bis ungefähr 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Hier haben wir ein offenes Ohr für jedes Anliegen der Bürgerschaft. Es werden aber auch die unschönen Seiten des Schützenfestes hier abgewickelt. Insbesondere laufen hier Lärmbeschwerden, Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten auf. Und dass es gar nicht erst zu diesen unschönen Seiten des Schützenfestes kommt, dafür sind wir da, dafür ist die Polizei da. Wir sorgen für Sicherheit und Ordnung, für das Schützenfest, für die Besucherinnen und Besucher und die Bürgerinnen und Bürger von Biberach. Dafür sind wir mit zahlreichen Einsatzkräften in der Schützenwoche im Stadtgebiet Biberach unterwegs. Und unsere Strategie ist dabei, sehr präventiv, deeskalierend und kommunikativ aufzutreten, um Probleme ja gleich im Ansatz zu verhindern. Und das ist auch unsere Aufgabe als bürgernahe Polizei. Vielen Dank. Gerne. Auch das Deutsche Rote Kreuz spielt während der Festtage eine sehr wichtige Rolle. Mein Name ist Michael Mutschler, ich bin Leiter des Rettungsdienstes im Kreisverband Biberach und in der Tat, Frau Kleineweg, das Biberacher Schützenfest spielt auch bei uns innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes eine nicht unwesentliche und bedeutende Rolle. Nicht nur im Jahresverlauf für die Vorbereitung des Festes, sondern eben auch an diesen 10 Tagen des Festes selbst. Einerseits betrifft es unseren Rettungsdienst, den wir haben, andererseits unsere integrierte Leitstelle. Die integrierte Leitstelle hier in Biberach übernimmt Aufgaben, Zusammenarbeit mit Ordnungsamt, mit Polizei, mit Feuerwehr, mit Rettungsdienst und eben auch die Alarmierung derselben Einheiten und Organisationen. Sie spielt aber eine wesentliche Rolle in der Prävention, nämlich in der Beobachtung des Wetterradars in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst, um eben dann entsprechend frühzeitig den Veranstaltungsleiter, die Veranstaltungsleitung, das Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr zu verständigen und zu alarmieren. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Also wir nach der Gefährdungsanalyse belegen wir unsere Sanitätsposten im Innenstadtbereich und auf dem Giegelberg und haben hier dann den Rückhalt für den Rettungsdienst, wenn der nicht ausreicht, dass dann allen geholfen werden kann.
Es sollen alle bei uns beim Roten Kreuz sicher sein, dass ihnen geholfen wird. Wie Sie sehen, steckt im Hintergrund des Schützenfestes sehr viel Manpower. Wir sind alle mit sehr viel Engagement und Einsatz mit dabei. Es lohnt sich jedes Jahr aufs Neue. In diesem Sinne, als schöner Schütze. Biberacher Schützenfest. Präsentiert von der Stiftung Schützendirektion Biberach mit freundlicher Unterstützung der Stadt Biberach. www.biberacher-schützenfest.de